Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 17 Experimental. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und jetzt wird schon wieder fleißig gebaut hier. Kopflampe. So. Und ja, die Bude hier sieht doch schon ganz schick aus. Habt ihr schön gebaut, Leute, muss ich sagen. Wir wollen aber heute Supply, keine Ahnung. Heat to Rally Point. Wir sollen auf jeden Fall wohin. Wir haben 13 Uhr, das sollte ich schaffen, die paar hundert Meter hin und zurück zu rennen. Und mach das mal. Ich bin nicht alleine, ich schreib mal Hallo. Es sind ein paar Leute auf dem Server unterwegs und wir flitzen einfach mal. Hupsa, hupsa, bäpp. So, was da jetzt ist, weiß ich gar nicht mehr. Das haben wir gestern angenommen. Das war wieder mal eine Aufgabe vom Trader. Ansonsten haben wir eigentlich gar keine anderen Aufgaben mehr, außer zu leveln, leveln, leveln und bauen, bauen, bauen. Wir müssen auf jeden Fall noch einiges schaffen. Ich habe 2 Skillpunkte noch zu vergeben. Oje. Gut, müssen wir mal gucken gleich, wenn wir vielleicht noch ein Level machen. Wir haben offensichtlich schon Tag 99. Also die Zeit, die rast hier. Logisch rast die, ne? Die Zeit geht ja hier viel schneller um. So, gut geht uns aber trotzdem, ne? Wir haben noch eine Steinaxt. Ich habe eine Armbrust mit 15 Schuss. Keine Sorge. Wir haben nochmal 15, ne 14 mit Eisenköpfen. Das ist in Ordnung. Das reicht eigentlich für den Weg. So, ist aber sehr ruhig. Ich hab's gesagt, ne? Da fliegt der Pfeil rauf. Hä? So viele Pfeile habe ich auch nicht mehr, dass ich hier 1000 daneben schießen darf. Jeder Zombie zählt, jeder Zombie könnte ein Level werden. Du? Das ist echt komisch, ne? Sieht aus wie ein Wärmebildgerät. Oh, ein Wärmebild. So. Ich spiele heute lieber ein bisschen alleine. Gib mir APs. Und hab noch 400, gut 500 Meter. Der Bauarbeiter. Oh, er lädt aber langsam nach diesem schlabberen, schlechten Armbrustding da. Also ich habe das Gefühl, wir können die treffen, wo wir wollen. Die kriegen immer denselben Damage. Hier mein Fall wieder. Und wir sind bald wieder ein Level up. Insgesamt, wen haben wir denn auf dem Server? Den Johann? Niemand ist da. Boah, guckt euch mal die Level von denen an. Heftig. Naja, da bin ich aber noch lange nicht dabei. Also, nächste wird Level 10. Das ist auch interessant. So. Tag 100 haben wir nachher. Ey, heftig. Bis jetzt habe ich nicht allzu viel Kritik über den Server bekommen. Der scheint gut eingestellt zu sein. Mir wird immer geschrieben, ich soll PvP ausmachen. Aber ich habe PvP nicht an. Ich denke, das liegt an der Experimental, dass wir da so ein paar Probleme haben. Und müssen das einfach ein bisschen so akzeptieren. So, dass es so ist, wie es ist, ne? Der Server macht ja, was er soll. Das ist das Gute. Der Nitrado-Server. Und ich bin endlich Sponsor geworden. Obwohl ich nicht mal gefragt habe. Nitrado hat mich gefragt. Super, ne? Gut. Ja, die haben mir damals eine Ablehnung gegeben. Also hier so ein bisschen Nebenwissen. Die haben mich damals abgelehnt, weil ich noch nicht 20.000 Abonnenten hatte. Und jetzt haben sie mich angefragt selber, ob ich nicht Lust hätte. Finde ich ziemlich geil. Aber war ein sehr langes Gespräch. Also wir haben nicht richtig miteinander gesprochen, wir haben einfach nur, was ist hier ein Wetter, gemailt und ewig hat das gedauert, bis da irgendwas zusammengekommen ist. Aber ist egal, finde ich cool von Nitrado trotzdem. Boah, geil, ey. Und da Fleisch verlieren. Boah, ist das laut hier, ey. Die Eier nehme ich mit, denn Omelets sind immer noch das Beste, was man hier finden kann. Ich packe mir noch den Burning Zombie hier. Ich dachte, der geht daneben. Oh, voll der Headshot direkt. Au! Wieso gibt der so wenig EPs? Boah, ist das laut! Ich hoffe, dass ich in der Aufnahme selber nicht so übelst laut. So, wie weit ist es denn noch? 100 Meter? Also, hier sind die Meter echt heftig. Eier mitnehmen. Denn ich habe Eier in der Hose. Jetzt. Gut. Da ist... Oh nein, ist das wieder so eine Quest, wo wir dann kämpfen müssen? Oder ist das ein Trader? Ich soll ja nur was abholen, wie das sich anliest. Er ist total offen. Krass. Hallo? Ist irgendwo ein Produkt, was ich besorgen soll? Ist das irgendwo drin? Das wird da drin sein, ne? Boah. Also es ist direkt hier. Also dauert 100 Jahre, bis wir da drin sind. Da liegt ein Rucksack. Können wir den Block wegmachen? Boah, die sind alle so dick. Scheiße. Der hier, alles Tausender. Oh.
Oh nein. Tier 1 Fetch. Jetzt geht's erst los. Da kommen sie. Alleine ist das super schwer, glaube ich. Mann, ich vergesse, dass es schon gespannt ist. Dem nicht. Und zwischen den Beinen. Hey, machst du so komische Sachen? Denkt an die guten EPs, die wir bekommen. Geh da mal rein. Ich gehe davon aus, dass das nicht gut gehen wird. Da oben ist ja auch noch was. Dass wir gleich auf einen Schlafsack erwecken werden. Uns. Damals sind die sofort gestorben, ey. Ärgerlich. Du machst schon weh, keine Sorge. Der müsste gleich down sein. Wer ist er? Nein! Viele sind es nicht, ich glaube, das schaffe ich. Das macht die Sache aber hier schön spannend. Nein, wo fliegst du denn hin, Pfeil? Kann der Zombie denn so ein Glück haben? Einer noch. Und Boost! Und wir bolzen wieder. Bolzendieb. Da lag noch einer, ich hab's ja gesehen. R. Na, er. Das ist keine Sie. Boom! Ja, erstmal aufstehen. Ey, ich hab einen Fall im Kopf gekriegt. Wieso? Wer tut denn sowas? Boah, schöne Erfahrungspunkte hier. Das war er, oder? Pfeile sind natürlich viel stärker. Check erstmal das Gebäude ab. Da drin wird wahrscheinlich die Hölle los sein. Oh. Hab ich gesehen. Okay, das machen wir so. Okay, der Bolzen steht in der Wand. Boah, sind die stark, die Stallbolzen. Ist tot. Nein, zu panisch. Immer mit der Ruhe. Okay, müssen wir ein bisschen looten dabei. Drin sind noch welche. Hier ist die Tür sogar offen. Wo ist denn der Scheiß? Ich höre ja noch einen. Das nervt jetzt. Ich glaube, das ist draußen. Oder hier unten. Die junge Dame. Und wir können Treppen gehen, ich weiß. Down. Gruselig, ihr Max. Wie spät haben wir denn schon? Oh, Nitrat, ne? Den müsste ich eigentlich auch mitnehmen. Also ich sehe ja, dass ich nicht da bin, wohin soll. Wow. Ich hab immer viele Pfeile, Mann. Muss ich denn überhaupt hier lang? Ich weiß es nicht. Der andere Weg wirkt ja so unlogisch. Ich meine Falle nicht kaputt. Boah. Der hat was verloren. Habt ihr gesehen? Rocket Loot. Magazine self-medicated. Ach, guck mal, die verlieren doch ab und zu mal was, die Zombies. Ist ja cool. Naja, zur Not frisst der Teufel fliegen. Oh, nee, lass mal. Ey, aber das ist bestimmt voll wichtig. Nee, das meine ich. Das ist mir zu lange. Zwei Pfeile, damit kann ich auch nichts mehr reißen. Kann ich mir Pfeile bauen vielleicht? Ein paar Bolzen. Ein paar Bolzen für den Tim. Nee. Da fehlt Stein und Federn. Was habe ich denn da? Federn habe ich da. Einen Bogen hätte ich mir machen sollen. Der ist irgendwo ein Kackzombie, aber der ist am Arsch der Welt. Hier hinter. Oh, leck mich doch, ey. Was soll denn das?
Das dauert ja 1000 Jahre. Und man sieht ja auf der Map, dass es da ist. Kann ich ein wenigstens reparieren, das Tool? Scheiße, müssen wir sogar nochmal rausgehen. Hilft ja alle nichts. Kann ich das reparieren? Ich habe Eisen gesammelt. Nein. Okay. Wir brauchen Werkzeuge. Na, ist ja in Ordnung alles. Schöner Spaziergang auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr vorsichtig. Ihr merkt das vielleicht. Mann, das ist jetzt einmal ganz rum. Da laufe ich auch völlig falsch und muss einfach nur hier rein. Ne, das ist das Loch. Alles gut. Ein paar Steine. Nein. Aber es ist nicht schwer, sagen wir mal so. Die Logistik. Ach, der blöde Kackgeier, ne? Ich weiß nicht, wie weit ich weggehen darf wegen der Quest. Kann mehr mitnehmen. Was liegt denn da? Oh. Kackvogel, da liegt er. Gut, ich nutze meine Munition praktisch für Scheiße. Alles klar. Holz habe ich auch nicht, ne, zum Reparieren. Ist auch nicht so schlau. Ja, den Busch lasse ich mal da. Boah, dieses Geräusch hier die ganze Zeit, ne? Das nervt so übelst. Stay within, okay. Bin ja auf dem Weg. Brauchen wir ein bisschen Holz. Warte mal, logisch wäre, wenn wir das erst reparieren und das nutzen zum Abbauen. So, rein geht's wieder. Wir haben alle Zeit der Welt, ne? Außer dass Nacht wird gleich. Es dürfte ja kein Zombie mehr hier sein, außer es spawnt einer neu. Ich schleich nicht. Das könnte ein Problem geben. Wenn ich das richtig verstanden habe in den Kommentaren, wird das mehr gespawnt, wenn man nicht schleicht. Finde ich aber unfair. Also eigentlich sollten die Zombies nur da sein, die auch da sind, ne? So, jetzt darf ich ein paar Mal reparieren. Alles gut, kriege ich da ein Loch rein. Nein, geh doch jetzt da runter. So. Kommt Zeit, kommt Rat. Oh, hab ich den gemacht? Weggeworfen? Wie dumm. Ich wollte jetzt die Lampe anmachen. Haben wir da einen Zombie? Ich hab noch einen Schluck Kaffee hier, eiskalt. Ob es nicht hab, Grünkohl auf dem Herd. Nicht, dass hier mir zu trocken wird. Problem ist, wir müssen das zweimal machen. Und noch ein Maisbrot. Ne, komm, die waren besser. So. Eigentlich ist es ein richtiges Spiel geworden jetzt, ne? Vorher war das nur ein dummes Rumgerenne. Jetzt ist es ein richtiges Spiel geworden. Was ich so ein bisschen feiere. Und ich freue mich da mega drüber. Ich habe richtig Bock jetzt auf 7 Days to Die bekommen, immer. Und heute muss ich halt Grünkohl machen. Jetzt komm, mach das kaputt da. Ist da draußen? Das ist ja da draußen. Da kann ich ja hinlaufen. Was für ein Blödsinn. Was soll ich denn dann hier holen? Was soll ich hier nur clearen? Da? Da ist die Tasche. Blödmann. Talk to Trader, das schaffe ich noch. Ist ja nicht weit. Sag ich immer, ne? Und dann ist es doch übelst weit. So, komm hier raus. Aber hoch. Nicht runter. Da haben sie noch ein paar versammelt.
Einfall. Was ist denn der Solar? Die sind ein bisschen überladen. Ich habe nur eine Kiste mehr. Okay, ich muss schaffen, jetzt zum Trailer zu kommen und noch nach Hause, bevor es Nacht wird. Ich ist ja gar nicht überladen. Geht, kann mich nicht bewegen. 300 Meter ist ja viel. Lauf, Forrest, lauf! Werf deine dummen Leitern weg. Nachtsicht anmachen. Hau die einfach. Was ich vergesse, wie man wegwirft. Wiegen hier auch was. Boah, wir werden immer schneller. Keine Emotion. Ich bild mir ein, dass wir schneller werden. Ach, wird doch aufsammeln. Lauf! Ich würde gerne die Blunderbuss haben. Die würde ich mir heute noch bauen gerne. Wenn wir gleich da in der Nacht wieder mal rumgammeln müssen. Zum Tag 100 hin. Da ist schon der Händler. Hoffentlich hat er noch nicht zu. Weiß nicht, wann der zumacht. 19 Uhr? Wahrscheinlich. Wo ist denn seine scheiß Tür? Talk to the Trader. Ach, so genau wie die andere Seite. Ist so klar, ne? Ist denn der Scheißeingang? Was soll denn das für ein Kack? Kann man denn so falsch laufen, ey? Errungenschaft. Okay. Warte, wir kommen da rein sonst. Ich talk zu dir. Oh. Wow. Completed. Geil. Hello friend, how can I help you? Zeig mal, was du hast, du Sack. Du kannst von mir haben, das nicht. Das ist boah, sogar was wert. Fleisch ist nichts wert, oder? Nitrat, Gläser, ein Essen ist immer was wert, aber... Hey, die Axt! Blödsinn. Gut, ich muss nach Hause, aber will ich einfach weggehen, will gucken. Spothelm, die Sachen sind so teuer, ne? Guck mal, die Jacke wäre Stufe 5, wie teuer das ist. Heftig. Wow. Den Trader mal seine Tür offen. Was für eine Mission. Ich hätte eine neue annehmen können, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust. Deshalb muss man sich um sich selber kümmern. Oh, wir müssen nur einen Zombie killen, ne? Guck mal, meine Skillpunkte. Damit kriege ich keine. Damit kriege ich XP. Was ja praktisch ist. Aber erst zu Hause. Nah zu Hause. Da fehlt nur noch ein ganz kleines Fitzelmitzel. Wetter. Johann hat das Spiel verlassen. Er hat auch gar nicht Hallo gesagt. Ich bin traurig. Das ja nicht. Wir müssen irgendwann mal gucken, wo die anderen sind, alle umgebaut haben. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen safe sein. Am liebsten mit einem Gyrokopter. Alle so überfliegen. Was habe ich nochmal? Rezepte? Ne, ich wollte benutzen. Chili-Doc. Ich habe eine Dose Chili, ne? Ne, gar nicht. Ich habe eine Dose. Das wäre cool gewesen. Oh, Gott sei Dank. Dieses elende Geräusch, ne? Jawohl! Hat geklappt. Wir haben gelevelt. Ach, dem Spiel wird dabei getreten. Egal, erst dann. Da ist mein Heim. Boah, dieses Geräusch, ne? Heftig. Sorry dafür, aber was soll ich machen? Das Game, ne? Hat das Spiel so entschieden. 19 Uhr. Das ist immer so hell um die Uhrzeit. Ja, genau. Die wollte ich bauen. Boah, die ganze Zeit bist du am Limit mit deiner Ausdauer, ne? Das nervt so übelst. Ich glaube, so kommen die aber rein, Zombies. Nicht, dass ich eure Basis nicht liebe, aber... Ich glaube, die kommen hier locker flockig rein, die Zombies. So. Daheim. Was haben wir denn hier? Wow. Schön sortiert. 13 Spiele gemacht, hat er mein Bett markiert. Wir haben ein paar... Och, ne Machete. Und ich, warum habe ich denn da nicht vorher reingeguckt? Motorrad. Taschenmotorrad haben sie mir reingeschmissen. Ah, das hätte ich vorher mal gucken sollen. Wäre schlau gewesen. Der Holzbogen. Tauschen wir mal aus. Ich habe ein Mini-Motorrad. Gut, was ist das denn? Duck.
Oak Seeds, okay, dicke Bäume. Gut, die Punkte vergeben. Die Punkte vergeben. Skillpunkte. Das ist schwierig. Blablabla, wir dürfen eh nichts machen. Tödliches Auge, 10% faster Aiming with Rifles, Reloading, 10% faster. Das ist alles nix, ne? Wo war der Packesel? Die habe ich doch gerade gesehen. Na, da geht's immer noch nicht, obwohl wir Stufe 10 sind. Ich habe ja gehofft, dass das geht. Jane 1 HP every 50 seconds with Natural Healing. Das wird auch immer besser. Wann darf ich denn hier Stufe 2 machen? You must increase your attributes before you progress this perk. Okay. Da der hier zum Beispiel. Habe ich schon gekauft, ne? Wir sind da schon überall eins. Zum Geier. Hallo! Das macht aber lustigen Sound. Brummt die ganze Zeit. Ja, du bist das. Bist die ganze Zeit ganz laut am Brummen, als ob du eine Kettensäge wärst. Verstehe kein Wort. Er ist auf jeden Fall ein sehr auffälliger Typ, ne? Gut, was soll ich machen? Die Punkte vergeben, genau. Das ist schwierig. Das ist so schwierig. Nein. Ja, und wie? Wie, als ob du eine Kettensäge anhättest und Vollgas gibst. Boah, help. Der arme Kerl, hier. Jetzt hast du wenigstens eine in der Hand. Kommt immer noch. Heidewitzka. Und ich dachte, das eine Biom wäre nervig. Und ich würde doch die Dinger hier vergeben, Mann. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren. Habe ich gerade entdeckt, Dankeschön. So, Ninja Movement. Sneaky Movement Speed. Ich verstehe aber kein Wort. Das Auto, ey, Hammer, ne? Ja? Oh, jetzt habe ich ihn abgeschlossen, ne? Hä? Boah, unerträglich, der Sound. Was ist das denn? Oh, der Fünfer schafft. Okay, danke schön. Du kannst das im Video hören. Der Kettensägenmann. Ich will auch ein Auto haben. Aber ich habe ein Moped. Ich habe ein Moped. Nein, falsch. So. Mann, jetzt aber die Punkte vergeben. So. Ganz aus dem Konzept gebracht. Ah, nee, da will ich nicht dran. Punkte, Punkte, Punkte. Ich kann mich nicht entscheiden. Ne? Hier. More melee damage with while sprinting. Parkour. Safe Fall Distance. Olympic Swimmer. Ne? Alles scheiße. Das hier ist super wichtig, glaube ich. Heavy Armor Rating, okay, Heavy Armor, ne? Pain Drill Lost bei 5%. Healing, das habe ich ja schon. Mehr runter geht nicht. Das ist interessant. Den nehme ich. Weil irgendwann wird ja wahrscheinlich das nächste freigeschaltet, aber wie? Sexual ist immer gut. Wir machen uns mal ein bisschen stärker einfach. Mir bleibt nichts anderes übrig. So.
Stay down. Okay, das haben wir damit. Da haben wir mehr Melee-Power. Wir haben uns ja die Machete hier. Damit kannst du erstmal richtig Ramazan machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.